Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr entweder AFK unter der Map leveln könnt oder wie ihr einfach so unter die Map geht, ohne teleportiert zu werden bei Mauer der Toten. Das eignet sich sehr gut, um schnell auf Level 100 zu kommen im Battle Pass oder allgemein mit seinem Kontolevel. Hierfür müsst ihr wieder Strom und Packer Punch einschalten, Leute. Nehmt als Feldausrüstung Rasender Wächter mit. Als Perks kauft ihr euch Jugger und schneller laufen. Nehmt keine Heilaura mit, Leute. Und nehmt auch keine Stim Shots und auch kein Quick Revive Perk, weil dadurch kriegt ihr hinterher schneller Damage, wenn ihr out of map seid. Wenn ihr dann alles habt, geht hier zum zerstörten Penthouse, klettert auf diesen Sandsack drauf, nehmt Anlauf und springt hier oben auf die Tür. Dann schaut auf den Holzbalken, springt drauf. Jetzt müsst ihr hier rüberspringen, Leute, auf diesem Balkon. Von hier aus rennt ihr bis zum Ende, nehmt Anlauf, rennt hier hin, um die Ecke. Und wenn ihr dann hier ganz hinten seid, dann bleibt ihr erstmal stehen, um euch zu healen, weil hier kriegt ihr erstmal keinen Damage. So, jetzt lauft ihr dorthin, wo ich hinlaufe, und bleibt hier nochmal stehen, weil hier kriegt ihr auch keinen Damage und könnt euch nochmal hochheilen. Von hier aus rennt, wie ich renne, springt hier drüber, Leute, lauft hier um die Ecke. Dann lauft wieder direkt links um die Ecke, lauft bis zum Ende durch. Und hier könnt ihr dann euren rasenden Wächter aktivieren, wenn ihr nur noch so bei 40 Leben seid. Dann rennt hier entlang, Leute. Dort, wo Hotel steht, springt ihr links rüber. Dann geht ihr nochmal links um die Ecke. Und hier legt euch hin, Leute. Dann kriecht nach vorne. Dann schaut einmal hier durch, Leute, und springt irgendwo runter, wo es sicher ist, so nicht, dass ihr unter die Map fallt. Entweder könnt ihr hier wie gehabt ganz normal XP farmen, indem ihr zum Beispiel hier zu diesem Spot geht. Dann geht einmal hier runter in die Ecke zur Wand und ihr werdet sehen, der Zombie wird zu euch kommen. Oder ihr benutzt den unendlich C4 Glitch, den könnt ihr halt irgendwo an eine Wand machen, zum Beispiel da, wo ich jetzt gerade stand. Oder ihr geht einfach hier hin, wo ich jetzt hingehe, und dort könnt ihr den C4 Glitch auch benutzen. Geht einfach hier runter und unter die Treppe. Dann stellt euch an eine Wand und macht den C4 Glitch oder benutzt ein Makro, falls ihr einen haben solltet. Makros können, glaube ich, auf der Konsole nur mit einem Chronos gespielt werden. Auf dem PC entweder hat das eure Maus, so wie bei mir zum Beispiel Razer oder eure Razer-Tastatur. Oder ihr benutzt einfach einen Auto-Hotkey. Damit geht es auch. Ansonsten war es das auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.